Ich bin jetzt auch da. Hallo. Jawohl. In der Zeit bin ich wahrscheinlich schon fertig mit Pflücken. Wahrscheinlich. Ja, ich will auch. Gib mir Bosch die Marken, Junge. Eine heben wir auf jeden Fall auf fürs Buch. Die packe ich ja mal rein. Ups. 24. Warte mal kurz. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Na, jetzt nicht mehr. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und die sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei meinem Laden mit 45 Steinen und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Robin. Ja, Brunnen brauchen wir nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, wir haben ja genug Wasser. So, wir haben noch einen Brief. An unsere geschätzten Joja-Marktkunden, unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind, gemäß Absatz L61091 Joja GmbH Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Was machst du hier? Du verkaufst direkt Pastinaken? Ich hab schon die Pastinaken verkauft. Wollen wir direkt in die Mine reinstratzen, Junge? Da hauen wir doch mal direkt die Pastinaken rein, ne? Ja. Zacke ich hier. Okay. Den Kack eingepackt, yo. Von mir aus direkt in die Mine. Mario, lass in die Mine gehen. Ne? Habe gehört, dort ist ganz gutes Essen. Essen, Steine. Du wirst lachen. Abigail zum Beispiel kannst du Quarz shaken und die sagt dann, oh, ich wusste gar nicht, woher hast du gewusst, dass ich Hunger habe? Was? Ja, die isst nämlich Quarz. Das ist bei ihr auf der Härteskala auf Platz 3 oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, mit dem habe ich schon gesprochen. Bitte reiß nicht mein Zelt ein, ich bin Linus. Nee, in die Mine, in die Mine. Da kriegen wir unser erstes geiles Schwert. Oh, warte mal. Reddig. Blau. Das ist ein Lauch, Junge. Das hättest du mal zu mir sagen müssen. Oh. Ich skipp das. Du skippst das? Ja. Also hier, der liebe Herr Onkel schenkt uns unser erstes Schwert. Zeit für ein Duell. En garde, Monsieur, kleines Fechterchen. Putz, Junge, ich mach Steine. Mach mal Steine. Oder? Ihr habt eine Treppe gefunden. Na dann, gleich Attacke. Das ist Quarz. Ha, jawohl. Meiner. Oh, die nächste Treppe ist schon da. Aber hier ist auch, guck mal, Kupfer. Kupfer nehme ich. Echt borscht. Jawohl. Hier ist ein Schleimi. Schleimi. Der wird jetzt gesandwiched. Komm mal her, ja, mein Freund. Junge. Wenn ich dich boxe, dann heißt das, du wirst sterben. Im Drehbuch steht, dass du jetzt fällst. Johnny Cage von Mortal Kombat. Ich glaube, das war einer der besten Sprüche aus dem Film. Wahrscheinlich auch der einzigste. Stirb! Oh, mit der Spitzhacke. Auch nicht schlecht. Sterb! Der Imperativ von Sterben wird mit I geschrieben. Okay, Sterbi! Sterbi! Was, zwei Treppen? Freilich. Zwei Treppen sind besser als eine. Zwei Treppen. Ich muss jetzt erstmal richtig. Hier, ein Topaz. Oh. Ein Topaz? Ich hab keinen Platz mehr. Ich auch nicht, ich bin voll. Oh, der ist böse, guck mal. Alter, hat der. Oh, das ist ein Zombie. Voll der Agro-Knecht. So, ich sammle mal schön weiter das Kupfer ein. Ja, achso, du hast das Kupfer. Kupfer. Ich hab auch ein bisschen Kupfer. Na, wollen wir das nicht bei einem stapeln? Ja, das Problem ist, ich werf's raus. Hast du auch Kupfer? Kohle? Jo. Bitte machen wir das so. Jawohl. Sag mal her, noch ein Knecht. Da unten liegt noch ein Topaz, ne? Den solltest du vielleicht dann mal mitnehmen. Oh ja. Jetzt habe ich auch wieder Platz. Ah ne, das ist ein Erdkristall. Gucke die Erdkristall. Weiter geht's. Oh, ui, was ist das denn? Das ist ein Topaz. Weil das will man mitnehmen hier, oder? Eilig. Dafür muss ich aber irgendwas mal hier rausschmeißen. Okay. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Tiefer in die Mine.
Jawohl, Hofbuch aktualisiert. Aua, ah, er hat mich gebissen. Hilft nicht, müssen wir amputieren. Oder hast Glück und es fällt von alleine ab. Jetzt komm doch mal her hier, du Knecht. Nusa. Klingt aus der Entfernung ein bisschen wie Durchfall, Junge. jetzt müssen wir noch der Brücke. Warte, leider Kram. Aber ich habe gestern. Ich habe. Jawohl. Alter, was geht denn hier ab? Merkt ihr, Etage Nummer 6? Wieso, was geht ab? Na, hier ist Schleimi. Hey, wir haben nämlich eine Quest, wo wir ganz viele Schleims killen müssen. Ja, I know. Ey, was ist das für ein großer Blob hier? Den habe ich ja noch nie gesehen. Ja, da kommen viele Blobs raus. Aber aus einem großen werden immer kleine Blobs. Boah, ich habe einen kritischen Hit gelandet, Alter. 14 Damage habe ich den gedrückt, Junge. Komm her, du Assi. Aber Typ. Oh ja, willst du was von meinem Bro oder was, Mann? Wir sind die Super Slay Bros. Oh, da war der direkt. Kritischer Treffer mit 6, Junge. Also nicht mit 6, sondern mit. Oh. Ih, was ist das denn? Ja, Mann, er hat sich multiplicated. Minimis. Schleim muss das, glaube ich, auch abgeben, dann, oder? Ich glaube ja. In welcher Etage machen wir bis zur 10. oder? Naja, wir versuchen es zumindest, weil in der 10. Etage, da bekommt man das erste Item. Müssen wir uns bloß noch ausdenken, wer das dann bekommt. Ey, was? Die haben sich doch hinter mir geschlichen, ey. Mich in Schleicher mit den elastischen Beinen. So, Luigi, spring mal drauf hier. Kumpa. So, guck mal, hier ist eine Fliege. Die hat gefurzt. Oh, daneben. Daneben. Gemetzel, Schnetzel, Popetzel. Das hast du gut wie Diablo. Ja, also in der Rückschau finde ich Diablo 3 gar nicht mehr so gut. Irgendwie. Ja, es ist auch, ehrlich gesagt, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Diablo Blizzard, also Diablo 3 Blizzard, schwächstes Spiel ist. Ja, sehe ich genauso. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe es anfangs echt gerne. So. Hey, ich hab hier noch ein bisschen Kupfer für dich. Jawohl. Immer her damit. Du hast eine Blombe aus dem Zahn. Warte mal, hier ist noch Kupfer. Oh. Mal Logi Logi, ah, hier unten waren wir. Alles klar, Schawarma. So, und noch eine Etage tiefer. Ich vergiss Musik anzumachen, ich trottel's. Klick. Oh, ich habe immer noch die standardmäßige Stardew Valley Musik drin, obwohl ich ja eigentlich angekündigt hatte, vielleicht auch mal eine Playlist reinzuhauen. Ah, ich bin in die Boxen. Ja, die natürlich, copyright-mäßig gut unterwegs ist. Die Stardew Valley Originalmucke ist voll klar. Ja, Mann. Ich habe tatsächlich NSC Sounds hatte ich mal abonniert gehabt, die angeblich auch halt so copyright-freie Musik machen. Mhm. Und jetzt habe ich gestern, als ich meinen Channel ein bisschen bearbeitet habe, halt noch ein paar Infos und Banner habe ich neu gemacht und das Buch Drehbild. Oh, ja, danke. Alles klar. Vielleicht kommt dann ja mehr. Luigi raus. Ist 10.000 Schritte gegangen. Boah, Junge, no gain. Voller Marathonläufer, Junge. Nee, da alles auch geschafft. Ah, jo, da ist ein Schritt gegangen. Da ist direkt die nächste Brücke. Leider. Habe ich tatsächlich mal geschaut und die Kanäle gibt gar nicht mehr. Ach. Ja, wurden wahrscheinlich wegen halt Copyright Claim oder wegen mehreren Verstößen gegen irgendeinen Quark. Mhm. Jetzt rausgenommen. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Digga, das sind zwei Ringe. Ich glaube, ich muss mal das Hartholz rausschmeißen. So, kleiner Magnetring. Jawohl, warte mal, kann ich doch irgendwo ausrüsten. Hier. Kleiner Magnetring. Erhöht den Radius der Aufnahme von Gegenständen leicht. Naja, willst du das, den Item jetzt nehmen? Welchen Item? Den da. Ja, okay. Was für ein Item? Oh, der Lederschuh. Ich habe einen Lederschuh ausgegraben. Kannst du den direkt ausrüsten? Nee, ne? Schmeißt du irgendwas anderes einfach? Ach, okay. Nö, ich kann den. Alles gut.
Fahrplanmäßigkeit. Na dann, lass mal raus. Wollen wir wieder nach Hause? Ja, null. Ich denke, das sollten wir vielleicht machen. Haben wir zu Hause dann noch irgendwas zu tun? Energie ist noch voll. Ich weiß nicht, wir können noch ein bisschen hacken oder so. Oder ein bisschen kacken. Stuhlen muss ich jetzt nicht unbedingt... Oh, ich glaube falsch, Entschuldigung. Stuhlen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber... Ja, wir können ja noch ein bisschen einfach mal hacken, um unser Dings ein bisschen hochzudrücken. Ich zähle bis hacken. Unsere Hofarbeit. Hacken. Dämmen. So, Moment. Das ist geil, wenn wir beide mit Frauen rumrennen. Ja, können wir gleich hier ein bisschen hacken, da fällt es nicht so auf. Ich mach sofort mit, Lompi. Ja, ich muss sowieso erstmal eine Hacke holen. Ach so, ja, muss ich auch noch. Da hast du natürlich jetzt was gesagt. Die Hacke holen. Hacke, Hacke, Hacke. Das weg. Das Monster, die Lumpe und den ganzen Quark. Die Schleimis, die packen wir hier rein. Zu den anderen Pflanzen, sag ich mal. Ein Topaz heben wir auf für Gunther. Jo. Ein Erdkristall heben wir auch auf für Gunther. Und den anderen Krebel, den verkaufe ich. So, Kohle. Das Kupfer, das packe ich hier drüben mit rein, ja. Das denke ich. Ja, ich mach das. Ja. Also ein Topaz wolltest du verkaufen? Ich habe jetzt den Krempel. Ja, genau, das ist dann für Museum, weißt du? Alles klar, dann verkaufe ich den einen mal. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, welche Frau ich nehmen will. Aber das werde ich dann ja sehen. Weil das da richtet sich dann ja auch, was ich geben möchte, ne? Also was ich dann so sammeln und schenken muss. Sammeln und schenken. Ja, kannst du mir dann noch ein bisschen mal unter die Arme greifen bei der Entscheidungsfindung, was ich da sammeln muss. So, ich habe auch meine Hacke in die Hand. Ohne Hacke ist nämlich Kacke. Schon mächtig dunkel, ne? So ein bisschen. Minimal. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch was. Wenn nicht, kann ich auch nichts dafür. Der Lauf ist halt super dunkel. Und welche Helligkeit hast du eingestellt? Super dunkel. Ultra Hardcore. Dark. Leben gefunden. In Leben ja, brauchen wir tatsächlich für unser Silo. Deswegen ist das schon mal nicht verkehrt. Oh, ich habe auch noch einmal. Ein bisschen was dürfte ja rein theoretisch dann auch noch eine Kiste sein. Kiste. Kiste. So. So, Fadi ist müde. Ja, ich gehe ins Bett. Den Lehm packe ich natürlich noch weg. Erstmal richtig schön jetzt hier in die Kiste kacken. Guck mal, wie es Wetterchen wird. Bitte belegt. Willkommen. Blablabla. Bla, bla. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. So, ich lege im Bettchen. Kann losgehen. Alles klar. Wutz, Bett. Wutz. Das berühmte Wutz-Bett. Jawohl, Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität, neue Herstellungsrezepte, ja, nice, Standarddinger. Sammeln Stufe 2. Wir können jetzt einen Überlebensbürger, kann ich jetzt machen. Cool. Ich hab nichts gelernt, glaube ich. Junge, Money in the Bank, 1363. Heute wird fett Kohle gemacht. Ja, wenn du Saat irgendwas kaufen willst, ne, sag einfach Bescheid. Ich überlasse dir. Ja, das ist eine gute Idee. Freie Wahl, dann behalte ich die Hacke mal noch in der Hand. Monsieur Clint ist da. Ich habe gesehen, dass du ja den Mina erkundet hast. 10 Schleime erledigen und Platzabenteuergeld verdient. Also jetzt nochmal 10 von den Viechern killen. Naja, dann. Ich gehe schon mal Gysi machen. Ja, ich werde eh gerade noch von Clint zugequatscht. Eventuell. Bauplan für einen Schmelzofen. Guck da. Eventuell möchtest du schon mal ein bisschen Dünger tun. Dünger tun? Soll ich Dünger tun? Ja. So, Kartoffeln haben wir ja schon. Das heißt, ich würde jetzt das restliche Geld vielleicht dann für Blumenkohl oder so rausklingeln. Warte mal. Hi Mario, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist wirklich ein nettes kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Mehr Platz. Brat. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern.
Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du alte Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Standortteil wie zu Hause fühlst, deine Schreinerin vor Ort robben. So, ich soll schon mal ein bisschen Dünger tun. Also grundlegend ist es so, dass quasi jede Frau, die du heiraten kannst, und bei den Männern habe ich nicht nachgeguckt, da wird es aber nämlich mal ähnlich sein oder so, die helfen dir dann halt teilweise mal auf dem Hof und kochen dir was zu essen. So. Für mehr sind die quasi, mehr tun die nicht unbedingt, ja. Abigail zum Beispiel, bei der passt jetzt ab und zu mal, dass die, wenn du sie früh ansprichst, dass sie dann sagt, oh, ich bin heute so früh wach, da bin ich erstmal Monsterjagen gegangen und dann gibt ihr dir irgendwie einen Fledermausflügel oder so. Oh, nett. Und so. Bei anderen ist es so, dass sie dir ab und zu mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Pastinake oder irgend sowas in die Hand drücken. Ja, ich habe. Du kannst schon mal. Das ist gut. Du kannst schon mal ein paar davon in den Boden stampfen, sage ich mal. Ich guck mal, wie viel Blumenkohl ich uns holen kann. Ich glaube nämlich, Blumenkohl bringt uns im Moment am besten Geld. Okay, ich mache erstmal hier Düngerling. Düngerling? Ich mach den Düngerling. Oh, ich habe den Auftrag. Mal sehen, was weiß ich denn hier. Ich brauche Aal für einen Burrito. Könnte mir das jemand bringen? Bam! Bam! Ich werde jetzt bestimmt keinen Aal für dich angeln. Pastinaken, Bohnen, Blumenkohl. So, Fadi. Du hast gesagt, Vogelscheuche macht auf jeden Fall super klar. 28 habe ich gekauft. Wir haben 28. Jetzt zwei Geld haben wir noch übrig. Alter. Ich habe ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? Sehr schön. So, warte mal, das sind jetzt 20? Wie viel hast du? 28. Alter. Na, dann hier noch. Wunderbar, gucke dich das an. Ha? Ja, hier. So was gemacht, mein lieber Freund. 1, 2, 3. Und den Rest, den mache ich einfach so. Sehr, sehr geh cool. Geh doch. So. Einen Blumenkohl können wir dann sogar noch extra aufheben, weil ich weiß, es gibt eine Quest, wo man jemandem Blumenkohl geben muss. Wofür auch immer, der oder diejenige den braucht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Es gab auch noch irgendeine Quest, die ich mal gesehen habe. Ich glaube, das war von Abigail. Da musste man irgendwie einen Fisch fangen. Einen bestimmten Fisch und den ihr schenken. Sie hat gesagt, sie möchte nämlich ihren Vater pranken. Okay, ich habe noch einmal einen Kupferband da reingehauen. Ja, nice. Ich habe jetzt noch sechs Kupfer. Ah. Ey, ich habe meine Geode noch drin. Tatsächlich würde ich die eigentlich gerne mal noch zum Schmiedchen bringen. Oh, da haben wir jetzt gerade kein Geld für. Nein! Vielleicht haben wir noch irgendwas, was wir noch irgendwie auf die Schnelle verkaufen können vielleicht? Ach nein, alles gut, alles gut. Ein bisschen Harz verkaufen. Du kannst vielleicht den Dünger verkaufen, den du gebaut hast. Die Geoden. Die Geoden rennen nicht weg. Soll ich den Dünger verkaufen? Ich kann gar keinen Dünger machen. Ich bin noch nicht gut genug. So, ich hab den Dünger verkauft. Achso, nee, ich meine eigentlich bei Pierre. Hä, wieso jetzt hier Pastinaken drin? Kannst du ihn wieder rausholen? Bei Pierre, da kannst du den direkt verkaufen, weißt du? Und dann kriegst du direkt das Geld dafür. Für die Geode brauchst du eh plus 25. Na, warte, dafür müsste ich aber die Geode noch mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Hä, wieso hab ich jetzt hier noch einen Kupferbarren bei mir im Inventar? Ich dachte, ich hab den hier reingepackt. Hast du ja auch, ich hab noch einen hergestellt. Ah, clever. So wird sie macht. Freundchen. Na gut, dann gehen wir mal zu Pierre. Franzose, le Pierre. Was? Keine Ahnung, ich bin auf den Knopf gekommen. Du hast einen anderen Bart als ich, oder? Ja, ich hab einen Mustache. Was geht denn hier eigentlich ab? Kartoffel. Ich brauche Kartoffel. Ey, Mutti, achso, lass mich durch. Gesagt, warte mal, bei Pierre verkaufen. Die frische Bergluft ist in den Tagen so angenehm. Wo kann ich das verkaufen? Indem ich dann einfach unten drauf gehe oder was? Du müsstest dann einfach in deinem Inventar, da müsste das gehighlightet sein, ja. Jawohl, 46. Reicht genau für? Fast zwei Geoden. Also eine aufmachen kostet 25. Ich hab ne Kohle gefunden, Alter. Was machst du? Was machst du? Okay, den Bug gibt's immer noch. Wenn ich jetzt hier in das Haus reingehe und wieder rauskomme, dann kann ich meine ganzen Mülltonnen wieder aufmachen und bekomme das Zeug, was da drin liegt.
Also ich könnte jetzt theoretisch zum Beispiel Cola farmen oder Grünalgen. So richtig schön, cool. Hast du schön eine Alge aus dem Müll gefischt, weißt du? Ja. Ist aber vielleicht nicht schlecht für die Leute, die es noch nicht kennen. Oh, ich bin dumm. Ich habe die ganzen Steine, die wir gerade aus der Mine rausgeholt haben, habe ich, glaube ich, alle verkauft, statt die zu verschenken. Ich habe Schiefer. Oder? Schiefer habe ich gefunden. Soll okay. Spenden gehen, oder? Ah, nee, das ist Bug-Using. Das würde ich vielleicht nicht machen, oder? Ja, Schiefer kannst du spenden. Und dann gönnen wir uns erstmal eine Cola und ein Brot. Dem Museum spenden. Ach, hier liegt dein Topaz. Also das grüne Dingeling, was du da schon hingepackt hast, dann packe ich den Schiefer gleich mal daneben. Mario hat dem Museum Slate gespendet. Ja, yeah, geil, meine Cola. Warte, kriegst du noch ein Brot? Mmh. Ja, cool. Du hast nicht gesehen. So. Nur Holz. Cola trinken. Willst du dir echt reinpfeifen? Weilig. Ich will jetzt noch ein schönes Brot essen. Nom nom. So, aber man muss ja auch mal was für das leibliche Wohl tun, oder? So, Lobby, was machen wir denn mit dem angefangenen Tag? Würde sagen. Minus zu spät. Minus zu spät, ja. Außerdem habe ich kein Schwert dabei. Jo, und das Elliot. Elliot. Ah, die sind, und sind die Porträts? Wie findest du die Porträts? Okay, Elliot sieht ein bisschen. Elliot sieht ein bisschen gay aus, okay. Sag mal. Elliot? Ich kann ihn nicht mehr anquatschen. Nee, du kannst manche nur einmal am Tag anquatschen, leider. Willy sieht aber auch anders aus, der ist nicht mehr ganz so hobo-mäßig. Ja, Willy steht jetzt bei mir doppelt. Einmal hier vorne am Strand und einmal unten im Wasser. Haha, echt? Ja. Ja, das Porträt ist cool. Weiß nicht, was könnten wir jetzt hier. Oh, Haley! Halalala! 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 Halt sie auf! Haley. Oh, du bist der neue Bahnjunge, oder? Oh ja. Stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen mehr Manga-like, das Bild. Ja. Ich finde, die sind aber. Also, die Originalen, die sind. Gut? Die ja. Sind schon gut, aber ich finde die irgendwie angenehmer. Hi, ja. Joyce. Hi, Penny. Vincent sieht auf jeden Fall besser aus. Wer ist ein Vincent? Ach, der Junge. Ja. Ja, der sieht viel besser aus. Alter, bald bist du ein großer Pokémon-Trainer werden. Pokémon, komm, schnapp sie dir. So, warte mal. Warte mal, was hat denn Pia? Pia hatte Kartoffel. Emily, wie sieht denn jetzt Emily wohl aus? Ich habe nämlich meine Dingens, meine Portraits habe ich jetzt ja auch nochmal ein bisschen angeguckt. Oh, jawohl, Alter, da ist die geile Schnecke. Das ist Leia. Ich liebe Lobby sie. Lobby am Ausrasten wegen Weiblichkeit. Vollkommen überfordert, Junge. Hallo, nett dich kennenzulernen. Emily sieht aus wie eine Milf, Alter. Yo, straight. Was? Pam antwortet nicht. Pam ist besoffen, alles klar. Ich glaube, ich werde mich für Leia entscheiden. Willy, was geht ab? Jo, deine Mütze wackelt. Was sieht mit wie sieht Shane aus? Oh, Shane, alter Manga-Dude. Boah, Alter. Er sieht ein bisschen aus wie einer aus Soulwalker. So. Mensch, schon wieder 1950, ich würde sagen. Sebastian, aber mit dem habe ich schon gesprochen. Wie sieht der denn jetzt aus? Das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, muss ich mal. Genau aussehen. Oh, da kommt Penny. Penny! So, mit Penny habe ich doch heute schon geredet. Penny! Stimmt. Penny. So, Penny. Warte mal, hier unten ist blöd lang zu laufen, oder? Nö. Obwohl, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Energy. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Also Zeit, meine ich. Ne? Ja. Die Kühe schlafen schon. So. Ja, erstmal einen Stein gießen, damit die auch prächtig wachsen. Nee, wenn du den gießt, dann wird der weich. Da haut er sich leichter. Oh, da ist wieder ein Reddich. Are you ready? Genau, das dachte ich mir auch gerade. Luigi, Mario. Was ist denn, Luigi? Hat ihm das gleiche gedacht wie ich, sag. Ist der Mr. Jar Jar Binks?
irgendwie, unser Tag neigt sich dem Ende. Und Baum, somit auch den Baum. Ja, stimmt, es ist schon wieder soweit. Es geht echt schnell hier bei Stardew. Was ist das hier? Ach, den kann man nicht haben. Der Baum. Dann würde ich sagen, wir gehen mal schnell wieder zurück nach Hause. Ja. Nach Hause und Pause, ab nach Hause und eine Pause. Ha, der Stein hat mich beleidigt. Junge, ich habe eine Geode gefunden, zum ersten Mal in meinem Leben. Krasse Dude. Ciao. Wissikowski. Alter. Ja. What the hell? Ach, guck, was wir noch zum Abgrasen haben. Ey, ja, können wir noch. Yeah. Können wir auf jeden Fall noch ordentlich was wegzimmern. Wenn ich sage zimmern, meine ich bearbeiten mit Axt. So, 163 Baumharz. Ein bisschen Holz haben wir auch wieder zusammen. Ich verkaufe nur noch den Reddich. Ich verkaufe meine Alge, die ich aus dem Müll gefischt habe. So, dann packe ich die Geode, packe ich mal wieder bei mir hier rein. Ja, werde erstmal gesammelt. Der Spaß. So. So, dann gucken wir jetzt mal noch die Zusammenfassung des heutigen Tages an, würde ich mal sagen. Wetterbericht, Moment. Oh, der Wetterbericht ist wichtig. Mal sehen. Klar und sonnig. Mal sehen, was meiner sagt. Zusammenfassung des Tages. Bei mir wird es auch klar und sonnig. Na dann. Ins Bett. Hüpf. Und? Oh, ich habe wieder kein Level abbekommen. Was ist los, Alter? Ja, 135 ist immerhin. Immerhin? Ich drück mal auch. Jo, noch nicht bereit drücken, Lombi, noch nicht bereit. Nee. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für die heutige Folge. Und wie immer, lasst doch mal einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Ne? Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Entschuldigung, ich muss das sagen. Haut rein.